Open Deur. Oben hier sind wir auf einer Alpe Junge, rund 2000 Meter ob San Iglas. Wie der Alpenvogt Stefan Truffen erklärt hat, ist die Alpe praktisch der Einheimische von San Iglas. Jeder von denen hat, oder viele von denen haben hier ein Mäuesäß oder ein Schale. Die Alpe die wird aktiv bewirtschaftet. Es hat auch eine Sennerie, wo man Alpkäse und Zigger macht. Die Alpkosten die sind da und die sind auch recht hoch. Ohne Unterstützung von der Gemeinde und von der Vereinigung Alpe Junge wäre es gar nicht möglich gewesen, hier die Bewirtschaftung voranzutreiben. Und der Papa ist mit der Nichte schöpflich durch den Kinderbrühr gegangen. Vom 27. vermutlich bis 1933, bis 6 Jahre ist im Brühr, im Weiler, Zerdili und Schöl gewesen. Ja, die Alpe Junge ist ein Alpe für die Heimischen. Es hat von jeher hier grosse Familien gehabt, die hier Eigentümer waren. Man hat im Sommer die Alpe bewirtschaftet. Allerdings wird das heute noch von einzeln noch eigentlich recht gut gemacht, die Bewirtschaftung. Das seht ihr, wie heute da gemäht wird, gezettet wird und dann nachher eingelegt wird. Aber das Gefühl, das sieht, dass nicht so hübsch noch sind, dass er nicht wirr ist. Das sind schon 2-3 Tage so. Dann kann ich das Futter machen, die Skier tragen, oder im Winter, ein paar Kehle nicht, oder für die Geiz und Schafe. Dann stehe ich hier, das ist ein bisschen weg.